Guten Tagchen, Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Play von German Punch Games. Und zwar heute mit dem Spiel Hotline Miami. Ich habe schon mal gespielt. Ist recht klasse, finde ich. Also ich stehe überhaupt generell auf so Pixel. Also was wir mit Pixel gemacht worden sind. Also Spiele. Ja, dann machen wir mal ein neues Spiel. Ich lese mal nichts vor. Weil ich schon alles gelesen habe. Da die Parts gehen 20 Minuten. Na. Das sind eigentlich eher nur wichtige Sachen aus der Lavas. Schusswaffen. So. Part 1. Telefongespräche. Oha. Habe ich auch schon alles gelesen. Ich bin... Boah, wie weit bin ich denn gekommen? Ich hab keinen Plan. Ach verdammt, man kann nicht eine Option, was mir das laut in den Ohren ist, aber egal. So, 3. April 1989, Miami, Florida. Sie haben eine neue Nachricht. Hi, hier ist Tim von der Bäckerei. Die bestellten Kekse sollten längst geliefert werden. Die Zutatenliste liegt bei. Achte darauf, dass du sie genau liest. Klick! Sehr epische Telefongeräusche habe ich gemacht. Das Ziel ist ein Aktenkoffer. Diskretion hat oberste Priorität. Legen Sie das Zielobjekt bei F230 in den Müllcontainer. Ein Versagen gibt es nicht. Wir werden sie beobachten. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was auch nützlich sein wird. Weil ja alle Masken haben, kann man selber ja auch eine haben. Also, man kann halt eine aufhaben. Beziehungsweise muss eine aussuchen. Und, ja. The Metro. Tipp, Feinde sind berechenbar. Ja. Ich hab die jetzt, also am Anfang hat man nur die. Und das ist die Maske vom Richard. Und dann hat man halt da, ja, immer mehr. Zum Beispiel die Eule da hat ein Auge für Geheimnisse. Der Tony hat Fäuste der Wut. Aubrey, mehr Waffen und Don Juan, tödliche Türen. Ich nehme immer den, weil ich lieber auf mehr Waffen bin. Sehr kinderfreundlich das Spiel natürlich. Ich glaube, ich habe unten einen vergessen. Nein, ich kann nicht mehr runter. Ja.
Nein, komm, verpiss dich. Jawohl. So. Das ist ja jetzt noch der Anfang. Ich hasse, das ist noch am leichtesten. Wobei ich auch schon da oft gestorben bin. Na hier. Ah, da lebt noch einer. Das sind auch noch die harmlosen Tötungsarten. Es gibt noch viel brutalere. Ja, Shift um zu zielen. So. Ah, verpiss dich. So. Wenn ich für euch im Video zu laut bin, bitte meldet es mir in den Comments, weil ich einen Test gemacht habe und da war ich ziemlich laut und da hat man die Musik kaum gehört. Und deswegen eben bitte, falls irgendwer jetzt da irgendwann mal zuschaut, weil, ja, keine Ahnung, bitte in den Comments einfach schreiben, ob ich zu laut bin oder nicht. Ja. Wer ist da? Ich kann dich hören. Ich weiß genau, dass du da bist. Oh mein Gott, ein Penner mit einem Baseballschläger, der will mich töten. Hilfe, ich bin viel mächtiger als er. Und hab den einen One-Hit gegeben. Also ich will da rein. Ja komm, kotz gegen die Tür, kotz gegen die Tür, kotz gegen die Tür. Ja. Man kann auch seine Hände in Real Life durch eine Tür stecken und mitten auf die Tür und einen Raum und auf der Straße kotzen. Sehr logisch. Ich habe 27.867 von 13.000. Achso, ich brauche das für eine. Ist für eine Freischaltung. Hinrichtung, Tür zuschlagen, Enttarnung, drei Kombis, doppelte Enttarnung, Hinrichtung, Gnadenstoß, Hinrichtung, zweimal Kombi. Es ist, glaube ich, das Beste. Ja, es müsste das Beste sein. Hi, mein Freund. Hab dich lange nicht gesehen. Dachte schon, dir ist etwas zugestoßen. Der Verlust deiner Freundin hat dir wohl zugesetzt. Hab dich seither jedenfalls nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack, ja? Aber mach dir keine Sorgen, das geht auch so aus. Schön, dich zu sehen. Einen schönen Abend noch. Bekomme ich mein Essen? Wohl nicht. Ach hier. Jawohl, Bier. So, 8. April 1989, Miami, Florida. Sie haben eine neue Nachricht. Piep. Hallo, hier ist Linda.
Ich brauche sofort einen Babysitter. Ich habe hier ein paar Kinder, die du bändigen musst. Ich bin der. Also ich bin in der East Street. Sprich viel und intensiv mit ihnen, damit du diese Rasselbande in den Griff bekommst. Und wie beim letzten Mal. Sei bitte diskret. Klick. Oh, Kinder. Ich mag Kinder. Ja, ich kann mich während dem Laufen, keine Ahnung, wie oft den Kreis drehen. First Chapter, bla 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 bla. No talk. Ich mag die Musik bei den Kapitelnamen so. Überhaupt generell. Ja, komm, lauf weiter. Ach, ich schätze auf. Oh. Oh Gott, ja, da sind schon die Waffen. Die muss man schnell. Deswegen. Deswegen sollte ich irgendwie eine Waffe bekommen. Oder davor ein K.O.-Schlang und dann. Ja. Ah, das war halt mit der Waffe. Die kann ich ja meine Flug schon töten. Und da liegt auch noch eine. So. Ich nehme. Genau. Man kann auch die Waffen wegwerfen, wer es nicht weiß. Also gegen andere. Ja, fehlen nur noch die. Jetzt. Dachte ich mir gerade so fail. Habe ich eigentlich nicht irgendwas zu sagen? Pff. Ich hoffe, ich bemerke auch, wenn die Aufnahme stoppt in 20 Minuten, weil ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass es nach 20 Minuten neu aufmacht, sondern dass es gleich stoppt. Sollten aber noch genug Zeit haben. Okay, ich glaube Stufe A ist das Beste irgendwie. Keine Ahnung. Schreibt mir auch in den Comments, was das, was die beste Note ist hier im Spiel. Hallo, herzlich willkommen. Oh, du musst nicht bestellen, denn der PC ist schon fertig. Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass du gleich kommst. Lassen wir es einmal dabei, einverstanden? Kümmere dich nicht ums Geld, du bist eingeladen.
16. April 1989, Miami, Florida. Oh Gott. Sie haben eine neue Nachricht. Piep. Hier ist Thomas von dem Medadon-Klinik. Boah. Wir haben heute Abend ein Treffen für dich vereinbart. Komm zur NW, keine Ahnung was das heißt, es soll 884. Street ins Apartment 105. Keine Sorge, wir wissen, für unsere Kunden ist Diskretion sehr wichtig. Klick. Mir kommt irgendwie vor, dass in jedem Satz, also nein, neue Nachricht, Diskretion oder diskret steht. Second chapter. Overdose. Durch manche Wände kannst du schießen. Na, nimm einfach mal den. So als Spaß. Oh, Entschuldigung. Nein, verdammt! Boah, das war so knapp. Hier, gib mir deine Schrotflinte. Einfach so der Machine Gun Fan. Sie hat eine Nahkampfwaffe, der hat eine Nahkampfwaffe, der hat eine Fernkampfwaffe. Ah, die ersten zwei werden gehen. Okay, den brauche ich einfach nur mit der Tür. Und den auch. LOL. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Jawohl, endlich. Okay. Okay, das kann man auch nicht aufnehmen. Was soll ich sagen? Ach ja, ich werde jetzt vielleicht höchstwahrscheinlicherweise ein Video von einem Spiel machen und irgendwann mal ein Video von anderen machen, während ich Videos wieder von dem Spiel, was ich davor gemacht habe, mache. Das heißt, ich mache zum Beispiel zwei Spiele gleichzeitig von zwei Spielen, oder sogar 3, 4, 5 Spielen Aufnahmen. Und werde die in der gleichen, also zugleich in einer Woche rausstellen. Also ein Part für nehmen. Und damit ich halt mehr Videos habe, was ihr euch anschauen könnt, falls ich euch gefalle im Sinne von YouTube. Ich weiß schon wieder nicht, was ich da laber.